Damit willkommen zu Road to Fans 24. Heute sind wir in Events 2018 unterwegs. Einem meiner Meinung nach der besten Games überhaupt. Hier gab es sehr viele Änderungen und wir blicken natürlich wie immer zuerst mal auf die historischen Autos, die es auch ein Jahr danach noch immer noch gab. Mit 76 legendären 76er Ferrari natürlich auch James Hunt. Sein McLaren darf nicht fehlen nach dieses ekelhafte Individuum. Aber auch viele, viele andere natürlich. Die Senna und Prost Jahre, auch der Camry Williams, der 2004er, oh mein Gott, das ist auch ein geiles Auto, der Brown GP und ja, viele mehr. Aber jetzt blicken wir natürlich mal als erstes auf die gesamten modernen Autos, denn hier gab es wirklich viele Änderungen, wie ihr auf jeden Fall gleich sehen werdet. Auch generell, das Game wunderbar gemacht, jetzt aber mal Mercedes, ja. Hier gab es immer noch Lewis Hamilton und Valtteri Bottas. Falls ihr die restliche Road noch nicht gesehen habt, guckt gerne oben rechts vorbei. Vettel und auch Kimi Räikkönen bei Ferrari. Mich würde es extrem freuen. Eins übersprungen. Aston Martin, Red Bull Racing, Verstappen und Ricciardo. Dann haben wir Sergio Perez und Esteban Ocon. Das war auch eine sehr explosive Kombi, muss ich sagen. Lance Stroll und Sergei Sirotkin, der Russe, tatsächlich ewig schon nicht mehr gehört den Namen, Hülkenberg und Sainz-Ciberino, dachte man nicht, dass die beiden mal Teamkollegen waren. Brandon Hartley und Pierre Gasly, ja, der hat sich auch ordentlich abgekapselt von diesen, ja, Toro Rosso. Romain Grosjean und Kevin Magnussen, auch eine sehr interessante Kombi, würde ich jetzt mal zugeben. Fernando Alonso und Stoffel Van Dorn, der war ja auch sehr erfolgreich in anderen Serien unterwegs, auch ein Riesentalent. Marcus Ericsson und Charles Leclerc, mein Lieben, was soll ich euch sagen? Leclerc, ich vermisse, weiß echt nicht, was es ihm geworden ist, aber tatsächlich muss ich eigentlich mit Charles Leclerc fahren. Das ist seine erste Season und das wird tatsächlich magisch. Vielen eigentlich bekannte Strecken. Wir haben Hockenheim immer noch drinnen, aber auch noch Russland drinnen. Kanada ist auch noch drinnen. Es sind sehr, sehr viele geile Strecken und ich werde aber, glaube ich, trotzdem auf Hockenheim fahren, denn die Strecke ist wirklich unfassbar geil. Ich liebe diese Strecke und das kann tatsächlich sehr geil werden. Also auch mit diesen karierten Mustern und so. Diese Strecke ist tatsächlich legendär, Leute. Und wir gehen rein. Also, nochmal willkommen hier zu F1 2018 und wie oft ich diese Intro gesehen habe. Ich habe hier wirklich Stunden über Stunden das Game gezockt. Ihr wart echt dabei. Nur ein, zwei Games habe ich mehr gezockt. Natürlich eins, das 23er, da gab es echt viele Sachen und natürlich auch das 2019er, das morgen folgen wird. Hier das Mini-Moto-Dromo und da gucken wir uns Hockenheim mal an. 4,5 Kilometer, 17 Kurven und tatsächlich eine sauschnelle Strecke mit unfassbar vielen Wendungen, aber auch vielen schnellen und langsamen Kurven, gerade Turn 1, das wird auch eine mega Erfahrung werden, würde ich mal sagen. Wir gucken noch einmal hier aufs Fahrerfeld, das silberne Safety Car gab es hier tatsächlich noch, wie cool ist das denn? Auch ein riesen AMG, muss ich sagen, und da haben wir nun den Starting Grid, das lädt aber alles sehr lange, gell? Starting Grid. Sebastian Vettel von der Pole Position, Valtteri Bottas da hinten, dahinter Max Verstappen und Daniel Ricciardo. Wir haben dann hier Kimi Räikkönen und Lewis Hamilton nur von 6, Nico auf der 7, Stoffel auf 8, Magnussen und Perez und auf 11 dann Alonso im orangenen Papaya McLaren, Sainz und Grosjean, Stroll und Hartley, auf 17 dann Eriksen und Pierre Gasly und ich starte tatsächlich mit Charles Leclerc vom vorletzten Platz. Leute, drückt uns die Daumen, denn das wird echt eine Hardcore-Herausforderung werden. Aber wir sind hier. Let's go, Leute. Lights out. Und let's go to Road to F1 24 hier in Formel 1 2018. Der Start war sehr, sehr komisch, aber das Problem wird halt werden, dass die erste Kurve unfassbar eng ist. Markus Eriksen ist unser Teamkollege, der Schwede, tatsächlich auch einen Horrorcrash 2018 in Monza hingelegt, aber glücklicherweise nichts passiert. Da kommt es zu leichten Berührungen mit meinem Teamkollegen, aber alles glimpflich ausgegangen, kein Schaden bei beiden Autos. Wir kommen hier tatsächlich auf dem 16. Platz nach vorne mit dem Ultrasoft-Reifen und das ganz Spezielle an diesem Game ist, man konnte hier im Rennen von Maga über Standard und Fett den Benzin bestimmen, aber auch von Oz
niedrig, hoch, niedrig, mittel, hoch und überholen und Hotlap konnte man sogar noch das ERS, ja sagen wir mal, managen. Wir gucken uns aber mal an, warum es hier kurz gelbe Flagge gab. Wir haben hier innen sehr gut eigentlich Crochet überholt, wusste aber nicht, dass das Troll nach außen ist und ja, da musste der nach außen weichen, aber warum der da so abcruised, ich habe keine Ahnung, also da hätte er ja einfach einmal kurz vom Gas gehen können. Kein Plan, warum er da so einen Niche-Modus macht. Jetzt Esteban Ocon in diesen echt extrem geilen Racing Point. Ich glaube, das ist aber noch der Sarah Force India, oder? Es geht hier rein in die Parabolika. Wunderbar, Full Speed hier. Diese schreckliche Kurve hier, Sebastian Vettel. Wir wissen alle, was hier geschehen ist, leider. Da war quasi der Weltmeistertitel eigentlich, ab diesem Moment war er untouchable mehr für Sepp und aus der letzten Kurve raus, auch ganz, ganz schwierig, denn die hängt ein bisschen und auch generell, du kannst die nicht mit Full Speed durchfahren. Turn 1 dafür, saugeil, das ist so eine schnelle Rechtskurve und wir saugen uns allmählich an Carlos Sainz dran, der tatsächlich im Renault hier unnormal cool hier ist, also wirklich, ich wusste das gar nicht mehr, dass der mal bei Renault war, bei McLaren ja, bei Toro Rosso, aber Renault auch noch, Sainz hat auch schon viele Stationen durch, jetzt saugen wir uns aber mal hier dran Richtung Haarnadelkurve, es wird ganz, ganz eng, Kevin Magnussen, Alonso und Sainz gehen zu dritt in diese Haarnadelkurve, ja, Magnussen bleibt über, ich gehe innen hier vorbei und wir übernehmen hier mal den 12. Platz, Fernando Alonso im Papaya McLaren, das war hier wirklich auch GP2 Engine, Halleluja, da kommt es fast zum Auffahrunfall, Leute. Aber wir machen hier den Double Overtake und sichern uns den ersten Punkt mit Charles Leclerc. Mit der Box wird auch noch einiges funktionieren, vermutlich. Und wir haben auch Purple im Mittelsektor. Ich habe auf KI-Schwierigkeit. Ja, ich weiß, es ist nur 75, aber ich dachte mir halt so, ich will halt auch vielleicht aufs Podium mit Leclerc und wenn ich dann, keine Ahnung, auf 80 oder 85 oder 90, was ich früher so gefahren habe, raufdrehe, dann ist das unmöglich. Valtteri Bottas führt das Rennen an und die erste Runde ist mal vorbei. Stoffel Van Dorn hier vor mir tatsächlich echt, ähnlich wie Pascal Wehrlein, gab man ihm wenig Chance und nach den ein, zwei Jahren, die er in der Formel 1 war, ist er dann leider auch schon rausgeworfen worden. Da vorne gibt es gelbe Flagge, ein rotes Auto wird langsamer, Leute. Das könnte jetzt unsere Chance werden. Wir werden vermutlich den nächsten Platz gut machen. Da links rollt schon einer aus. Es ist Sepp. Sepp beim Heim Grand Prix. Das ist natürlich echt bitter für den Deutschen. Natürlich ist das der Worst Case. Der scheidet hier bei seinem Heim Grand Prix aus. Und ich wünsche mir echt tatsächlich, dass man wieder auf Hockenheim oder Nürburgring zurückkommt. Denn Deutschland nicht im Formel 1 Kalender zu sehen, ist echt schade. Denn wir haben zwei richtig gute Gründe. Wir haben einmal natürlich den Rekordweltmeister. Na, wir haben viele Gründe, Deutschland wieder reinzunehmen. Den Rekordweltmeister Michael Schumacher. Der kommt aus Deutschland natürlich. Auch Sepp. Wir haben Nico Hülkenberg, einen aktuellen Formel-1-Fahrer. Und dann natürlich mit Mercedes und in zwei Jahren dann auch noch mit Audi wird das mit zwei Teams. So viele Teams gibt es kaum von anderen Ländern, außer natürlich von Großbritannien. Und da wird er sowieso gefahren. Kimoa, auch ein Riesensponsor, den Fernando Alonso hier, ja, sagen wir mal, an Bord gezogen hat. Aus der letzten Kurve raus, wir hängen am Getriebe von Stoffel Van Dorn. Reicht es hier, um Turn 1 drauf zu gehen? Nein, da halte ich jetzt nicht rein. Das wäre einfach Selbstmord. Aber aus der zweiten Kurve raus, ja Leute, die Boxenlinie ist einfach mal 20 cm breit. Also ich glaube, die übersieht keiner und die kann keiner überfahren. Denn das ist, glaube ich, dann echt schon mal eine Riesen. ein Riesen. Ding, wenn du die noch überfährst, die ist, keine Ahnung, extrem breit, Leute. Und da scheidet der Nächste aus, Leute. Perez jetzt auch draußen. Wir erben also schon zwei Plätze und sind mittlerweile auf dem 7. Platz noch vorgekommen. Und ihr dürft nicht vergessen, wir sind vom letzten Platz gestartet aus der Haarnadelkurve raus und es wird erneut gelb. Safety Car kommt allerdings keines raus. Es geht rein in. Ich habe mich ganz spät entschieden, Leute, hier in der 6. Runde an die Box zu gehen. Die größtenteils vor mir haben sich auch dafür entschieden. Ja, die Ultrasoft sind natürlich jetzt tot. Also wir haben nur noch 10 Runden zu fahren und das mit dem nicht roten Reifen, den gibt es nämlich an diesem Wochenende nicht. Wir müssen uns den gelben nehmen. Warum? Ist ganz klar. Jetzt mal raus aus der Box und mal schauen, wie das weitergeht. Und hier sind wir nun, Leute.
mein Gott, Leute, da kommt jetzt mal Nico Hülkenberg angeschossen und rechts auch noch Pierre Gasly. Der gibt keinen Fick drauf, Leute. Der fährt da durchs Gras durch, haut uns diesen ganzen Dreck aufs Auto drauf und cruist einfach vorbei. Dem ist das scheißegal. Das ist Pierre Gasly. Jetzt gehen wir aber hier rein. Wir haben die frischeren Reifen und das war tatsächlich fast zu spät an der Bremse. Aber wir sichern uns hier erneut P9, aber natürlich waren noch einige vor uns nicht an der Box. Dann wird trotzdem megamäßig hartes Rennen. Brandon Hartley jetzt auch vor uns. Ich denke auch, dass der noch nicht gestoppt hat. Ein paar werden jetzt auch an die Box abbiegen. Und nein, niemand ist abgebogen. Niemand ist abgebogen, Leute. Das ist tatsächlich eine Riesenüberraschung. Und ich sehe es tatsächlich hier ein bisschen kritisch, denn es ist echt schwierig. Du musst auf so viel achten, gerade in diesen Formel 1. Ich muss auf den Sprit schauen, den kann ich managen, aber natürlich auch, wenn ich ihn brauche, auf Fett aufdrehen, aber auch die ganze Zeit das ERS herumswitchen. Es ist echt nicht einfach. Brandon Hartley hier in der Haarnadelkurve ist er außen und wir können uns hier den nächsten Platz sichern, wobei das keine Meisterleistung war, weil eigentlich ja Hartley schon seit Beginn an mit dem gelben Reifen unterwegs ist. Ich finde den ehrlich gesagt echt auch einen schwachen Reifen. Man kommt hier kaum irgendwie in Fahrt. Man ist nicht die Pace, man bekommt nicht die Pace, die man gewohnt ist, jetzt mal hier in dieses. Wir sind mittlerweile in der 14. Runde, meine Lieben, und nach allen bereinigten Boxenstops befinden wir uns auf dem 4. Platz und sichern uns aktuell die schnellste Rennrunde. Und was soll ich euch sagen? Lewis Hamilton vor uns, der hinter Kimi ein bisschen festhängt. Das Gute für uns ist, ich pushe wie ein Volltrottel. Wir sind mittlerweile in der 15. Runde. Ich will aufs Podium mit Charles Leclerc und das in einem Alfa Romeo. Das wäre schon echt eine Mega-Nummer. Ich wusste auch noch, ich kann mich noch ganz genau erinnern, von der Schule gerade aufgehört, habe mir direkt den Trailer reingezogen, wo dann Leclerc so ein bisschen vorgestellt wurde und natürlich auch die ersten Gameplays und so weiter von F1 18. Das ist tatsächlich auch bahnbrechend, denn das war das erste Game, das war das erste Game, wo alles neu war gefühlt. Man hatte das erste Mal das neue Logo. Dann natürlich gab es auch viele, viele andere Neuerungen, wie zum Beispiel natürlich auch im Karrieremodus. Das ERS war quasi komplett neu, weil das gab es eigentlich 2017 noch nicht und auch noch generell dieses Management, da musstest du echt unnormal viel dazu lernen. Jetzt geht's aber in die vorletzte Runde, meine Lieben, und wir müssen uns noch einmal konzentrieren, um da an der Spitze noch einmal was ausrichten zu dürfen. 1,5 Sekunden trennen uns aktuell von Kimi Räikkönen. Der wurde jetzt nämlich von Lewis Hamilton überholt. Wird es reichen, um uns hier richtig nochmal an Grid Position nach vorne zu arbeiten? Der eine Platz wäre so geil. Reicht es, um DRS zu bekommen? Nein. Das heißt, es kommt auf die letzte Runde an. Und wegen 84.000stel reicht es eben nicht, um dieses verdammte DRS zu bekommen. Doch die zwei streiten sich. Jetzt ist wieder Hamilton hinten, Kimi hält wieder drauf und das kostet natürlich enorm viel Zeit. Haarnadelkurve, Ukea Exit ist hier natürlich wichtig, komme ich auch halbwegs gut raus und wir sind jetzt safe unter diesem Sekundenfenster. Es geht in diesen schnellen Rechtsknick rein und ich muss wirklich, glaube ich, alles auf die letzte Runde setzen. Lewis Hamilton und Kimi Räikkönen, die beiden, die necken sich heute bis zum geht nicht mehr. Reicht es tatsächlich, um uns hier noch das Podium zu schenken? Da kommen wir ein bisschen in die Strecke, jetzt sind es wieder 1,2 Sekunden hier in die Parabolika rein, da kann ich richtig viel Zeit gut machen. Jetzt geht es einmal links, hier den Körper nur nicht berühren, sonst ist das Heck komplett weg. Jetzt hier rein in die letzten zwei Kurven. Okay, da kommen wir gut durch. Da geht es jetzt mal raus und zack, guter Exit, den Körper ordentlich mit ramponiert und ich drehe mal auf hoch auf. Ich habe zwar kaum DRS mit, erste Kurve Full Speed. Wir nehmen hier das DRS, saugen uns langsam an, Lewis Hamilton dran und jetzt wird es ganz eng. Denn Kimi hat sich leicht verbremst, es wird hier ganz, ganz eng. Wir gehen hier auf die lange Geraden zu, diese lange Linkskurve, aber das wird eh alles Full Speed gefahren mit DRS-Hilfe, ERS on und auch noch auf Fett.
Leute, es wird ganz, ganz eng. Wir sind in der Haarnadelkurve. Reicht es, um jemanden hier zu überholen? Nein, noch nicht. Aber das wird ganz eng. Nächste Kurve, Leute. Das könnte tatsächlich funktionieren. Rechte Kurve und Halleluja. Der wird hier auf einmal ganz, ganz langsam auf der Geraden. Wir bremsen uns hier rein und übernehmen tatsächlich den dritten Platz und somit auch dieses Podium, das ich mir so gewünscht habe. Wir bekommen es. Jetzt noch einmal nicht die Nerven verlieren. Es geht in die letzte Sektion rein. Kimi Räikkönen wird hier ganz, ganz langsam. Können wir hier noch einen Move setzen? Nein, da geht's nicht. Das funktioniert tatsächlich nicht. Jetzt in die letzte Kurve rein hier. Zack, einmal noch nach rechts und dann noch einmal nach rechts. Es ist egal, Leute. Wir nehmen den dritten Platz hier dankend an und sagen, was eine geile Strecke. Wir haben das Rennen beendet und Halleluja, bin ich froh, dass wir so ein tolles Rennen gefahren haben. Das war wirklich knapp bis zur letzten Linie. Valtteri Bottas gewinnt also den großen Preis von Deutschland 2018, aber generell der richtige Sieger bin ich. Ich liebe dieses Game und ich finde es auch immer wieder cool, du vergisst so ein bisschen diese Spiele, immer in diesen Zeiten, aber man muss sagen, wenn du es wieder mal wieder spielst und ein paar Rennen fährst, merkst du halt, dass alles geil war und auch generell diese Siegerpose, dann die diese Carmen im Hintergrund, das ist einfach nur unfassbar nostalgisch. Das, so gibt es das eigentlich leider nicht mehr. Das war noch eine richtige Siegerehrung. Ja, natürlich aktuell alles ein bisschen moderner, aber man hatte hier tatsächlich auch richtig, richtig reingehauen. Bottas, Kimi und natürlich ein aufstrebender Formel 1-Fahrer, der tatsächlich auch einige Grand Prix gewinnen wird, aber leider, ja, ein bisschen auch scheitern wird. Für heute war es das mal. Unser Teamkollege hat es nicht mal in die Top 14 geschafft und wir scheitern hier nur mit 4 Sekunden Rückstand vom P19. Für heute war es das mal. Seid gerne morgen dabei. Vorhin kam auch noch Mick Schumacher. Schaut da unbedingt vorbei. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken und ciao.